Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Die Aufregung legt sich jetzt auch ein bisschen nach dieser schönen Anmoderation. Vielen Dank. Ja, Perspektiven 2020. Der Herr Diebaba hat es gesagt, hinterher ist mir immer gescheiter. Wir schauen bei Donner und Reuschel oder versuchen immer ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Die Glaskugel habe ich jetzt nicht dabei, die steht in München. Aber wir versuchen, Tendenzen zu erkennen, Märkte zu analysieren und ja, Muster in Märkten zu erkennen. Denn eins ist ganz klar, ich habe es ja gestern beim Interview in Frankfurt nochmal gesagt, Börse ist Psychologie zu fast 95% und Psychologie des Menschen. Und wir Menschen, die Geschichte, die Vergangenheit oder Ängste oder Sorgen oder Euphorien, die wiederholen sich immer wieder. Und diese Muster sind dann ziemlich ähnlich. Und wenn man diese Muster dann auch lesen kann, deuten kann, dann ist man vielleicht am Kapitalmarkt auch, ja, sage ich mal, gegen Risiken gefeit. Wir können nicht Risiken erkennen im Sinne, wann tritt jetzt irgendwas auf oder wann ist der DAX bei 12 oder vielleicht bei 20.000. Aber wir können die Muster lesen, die Muster erkennen und dann handeln, wenn es soweit ist. Also wirklich so wie früher, die meisten hier wissen das noch, C64, ich habe da auch programmiert immer mit diesem If-Then, Wenn-Dann. Und genauso arbeiten auch Logarithmen oder ja, Computermodelle, dieses Wenn-Dann. Wenn ein Muster auftritt, dann muss ich dieses und jenes machen. Ich darf nur einen Fehler nicht machen als technischer Analyst oder als Marktanalyst, bevor sich das Muster ausgeprägt hat, zu meinen, das Muster wird sich ausbilden, sondern erst wenn es da ist, dann ist es da. Erst wenn der Feind vor einem steht, also diese vielleicht die Schulterkopf-Schulterformationen, wenn sie ausgebildet ist, dann kann ich damit umgehen. Ja, ähnlich wie letztes Jahr, was ja wichtig ist am Markt und was unserem Haus auch ganz wichtig ist, wir machen mit der technischen Analyse kein Daytrading oder kein High-Frequency-Trading oder ja, nerventötendes Intraday. Gedöns, sondern wir wollen Trends erkennen, um mit Trends gut durchs Jahr zu kommen, die Trends auch zu wahrzunehmen und aber auch zu respektieren und keinesfalls eben vorher zu handeln, weil wir vielleicht meinen, der Trend könnte brechen. Denn, und das ist auch so ein Satz, den Sie immer wieder von mir lesen oder hören, der Trend bricht erst, wenn er bricht. Und er ist so lange intakt, wie er intakt ist. Ich gehe auf ganz konkrete Beispiele ein. Beispiele, die Sie alle interessieren, denn dafür sitzen die jetzt auch hier. Jetzt ist, glaube ich, das Mikrofon ausgefallen. Okay, wo geht der DAX hin? Wo kann der S&P hingehen? Was macht das Gold? Was macht der Euro? Um auch ein bisschen aufzuzeigen, dass Börse manchmal, leider manchmal nicht das Abbild der Volkswirtschaft ist oder das Abbild der wirtschaftlichen Situation, sondern einfach manchmal seine eigenen Wege geht. Denn wenn wir uns global umsehen, müsste das Gold ja eigentlich bei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.000 stehen, bei diesen Risiken und Szenarien, die wir gerade haben. Aber es dümpelt irgendwo bei 1.500. Ja, und am Schluss schauen wir uns, klar, das Motto des heutigen Tages ist Perspektiven. Welche Perspektiven haben wir 2020 und mit was müssen wir umgehen? Und wenn ich auf Trends eingehe, dann möchte ich bei Trends einfach mal auch, ja, Ihnen, das Bild kennen Sie vom letzten Mal, ich springe mal auf das eigentlich Aktuelle dieses Jahres. Moment, diesen Jahres. Wir haben vorher die Thematik gehabt, die Lindenstraße. Münchner Serie seit 1983, 84 am Start. Dieser Trend lief über 30 Jahre. Aber dieser Trend ist geendet. Die Lindenstraße wird am 29. März, das wird für mich ein persönlicher, trauriger Tag sein, weil ich war von der ersten Folge an dabei, wird die Lindenstraße... Sie lachen, das ist nicht einfach für mich. Also, das ist so, ich erzähle jetzt kurz warum, auch wenn ich jetzt vielleicht eine Minute dann überziehe, das war die erste Reality-Soap und das war damals, ich weiß noch, da war ich in der Grundschule, dann gehe ich zu meiner Mutter und sage, du Mama, da kommt am Sonntag was im Fernsehen, das darf ich gerne anschauen, da geht es um irgendeine Familie in der Lindenstraße in München. Dann hat meine Mutter... O-Ton, das weiß ich heute noch. Ah ja, das wird schon so ein Schmarrn sein, das kommt jetzt ein paar Mal im Fernsehen, dann schaffen sie es wieder ab. So, dieser Trend hat begonnen, zieht sich durch mein ganzes Leben, durch mein Studium, durch alles Mögliche und jetzt bin ich bald 44 und dieser Trend endet. Und genau das, deswegen zeige ich Ihnen das, das ist der Kapitalmarkt. Es beginnt mal was, es schreibt sich fort und irgendwann ist dieser Trend, auch wenn man darauf hofft oder meint, dass er ewig bleibt, also diese Dame hier ist ja bekannter als die Bundeskanzlerin angeblich, die Mutter Beimer. Man dachte immer, das wird immer so weitergehen. Das geht immer so weiter. Plötzlich heißt es von heute auf morgen, die ARD streicht die Lindenstraße aus dem Programm. Die Schauspieler waren selber alle überrascht.
Der Drehbuchautor, der Regisseur war auch überrascht und genau das ist der Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt ist die Lindenstraße, beziehungsweise der Chart ist die Lindenstraße und man muss immer davor gefeit sein, dass dieser Black Swan, dieses unerwartete Ereignis eintritt und plötzlich ist alles vorbei. Nur dann muss man eben damit rechnen, dass sowas passieren kann. Und wir reden alle von Trends. Wir reden von einem 30-jährigen Aufwärtstrend im DAX. Wir reden von Langfristanlagen. Aber hören Sie mal alle in sich selbst rein, wenn es mal passiert, wenn mal was nach hinten geht. Sie haben Investment getätigt und Sie sagen sich, ich bin überzeugt davon. Dann kommt eine Meldung über Corona. Dann kommt eine Meldung über, so schlimm wie das alles ist, ich will das gar nicht relativieren, aber dann heißt es plötzlich, im Iran wird geschossen. Dann ist plötzlich das Wirtschaftswachstum nicht so, wie man sich es vorstellt. Und dann ist eine Anlage, die man vorher mit seinem Berater besprochen hat, die gut fundiert ist, durch eine Finanzplanung gelaufen ist, dann fängt plötzlich die Psyche in einem an und man denkt sich, hoppala, ist das wirklich das Richtige? Ja, es ist das Richtige, aber wir kriegen alle Angst. Und so ist es bei uns in Angst, leichte Angstzustände, leichte Schweißausbrüche. Und genauso ist es hier. Ich habe das Foto auch das letzte Mal mit dabei gehabt, weil es einfach ganz klar darstellt. Wir können manche Dinge versuchen auszusitzen. Es gibt diesen Spruch, ah ja, die Deutsche Bank war einmal bei 100, da geht die schon wieder hin. Die war doch mal bei 50, da muss sie doch mal wieder hin. Vielleicht irgendwann mal, aber haben wir wirklich den langen Atem? Genauso wie hier in diesem Comic, als dann der Obelix irgendwann mal Luft holen muss und durchatmen muss. Und genau das ist das. Man kann nicht darauf vertrauen, wie bei der Lindenstraße, dass plötzlich dass alles immer so läuft, wie es läuft. Und deswegen stellen wir uns im Vorfeld als Bank, jetzt nicht mal als technische Analysten, die 4W-Fragen. Einmal, was ist generell interessant? Warum ist es interessant und wie investieren wir? Sie haben heute schon beim Herrn Runfeld einen super Vortrag gehört über Immobilien, nämlich das Was, das Warum und wie kann ich in Immobilien noch investieren? Genauso ist es am Kapitalmarkt. Was mache ich, warum mache ich es und wie mache ich es? Das ist die Aufgabe von den anderen Kollegen. Meine Abteilung und ich, wir schauen auf das Wann. Technische Analyse ist Timing. Timing-Komponente im Sinne von, wann könnte denn ein Trend neu beginnen? Wann könnte ein Trend brechen? Wann muss ich dann reagieren? Und ich reagiere dann, wenn das Signal da ist. Nicht vorher, am besten Fall auch nicht nachher. Aber dieses, ja, ich gehe jetzt mal persönlich davon aus, dass der DAX jetzt einbricht, das kann ich. Das muss er aber nicht. Er bricht erst dann ein, wenn er aus seinem Trendkanal ausbricht. Und dieses Wann ist dann ganz klar unsere Aufgabe. Das analysieren wir und sagen dann zum Vorstand, zu den Kollegen, zum Asset Management, zu Capital Markets, wenn der DAX an dem Punkt ist, dann wird es kritisch oder es wird interessant im Sinne von Einstiegssignalen. Das Schöne ist auch so ein Spruch des technischen Analysten, wenn Sie beim Herrn Mumm nachher im Vortrag sind, der jetzt parallel gerade drüben ist, er hat nachher nochmal einen Vortrag, der Herr Mumm, unser Chefvolkswirt, ich bewundere ihn manchmal, er müsste eigentlich zwei Köpfe haben, was der alles im Kopf hat, hier BIP in Asien, BIP hier, da Wirtschaftswachstum, PMIs, alles Mögliche, was auch immer. Und wenn er gefragt wird, wie siehst du denn die Situation, die volkswirtschaftliche Situation in Europa oder in Amerika oder in Asien, dann muss er sich da in die Zahlen reinfuchsen. Ja, er muss sich da wirklich, er muss auch Rechnungen anstellen, er muss da richtig analysieren. Das machen wir auch, das richtige Analysieren. Aber das große Bild des Charttechnikers, des technischen Analysten ist halt das, dass wir diese Regeln, diese Muster, dieses Regelwerk auf sämtliche Assetklassen anwenden können. Das heißt, ich analysiere eine Aktie genauso wie eine Währung. Wenn Sie mich heute anrufen und sagen, du, was hältst denn du von Euro zum südafrikanischen Rand? Und dann sagen wir noch bitte noch, wie siehst du die Siemens-Aktie? Dann mache ich keine Fundamentalanalyse, keine Substanz, kein Ertragswert, sondern ich schaue mir dieses Währungspaar und diese Aktie unter den gleichen Gegebenheiten an und kann danach sagen, okay, unabhängig von sämtlichen betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Daten haben wir jetzt dieses Bild, diese Handlungsempfehlungen und diese weitere Vorgehensweise. Dadurch werden wir zu informierten Investoren, also nicht Insiderhandel, das bitte nicht verwechseln. Informierte Investoren hat nichts mit Insiderwissen zu tun. Also ich sage Ihnen jetzt nicht, so, morgen bei Siemens, der Käser tritt zurück. Ich komme aus München, ich weiß Bescheid.
haben die mich gerade angerufen, sondern das ist nicht mit informierten Investoren gemeint, sondern die informierten Investoren, die erkennen diese Trends, die erkennen, wo ist das Ausstiegssignal, wo ist das Einstiegssignal oder wo ist das, ja, das neutrale Signal, einfach nichts zu tun, denn vorletzte Woche hieß es noch, Corona ist nicht im Ansatz so gefährlich wie SARS. Letzte Woche oder diese Woche hieß es, Corona ist gefährlicher als SARS. Was kann man denn nur glauben? Wichtig ist, dass wir uns an den Chartmarken orientieren und dadurch informierte Investoren sind, indem wir uns, Sie sehen jetzt hier mal hier beispielsweise ein Chart- und Zeittableau, indem wir uns ansehen, was ist denn ein Primärtrend, was ist ein Sekundärer und ein Tertiärer. Ich will es nur ganz plastisch und global mal am DAX erklären. Wenn Sie heute jemanden haben, der einen Fonds verkaufen will oder ein Fondsmanager, der wird immer sagen, schau her, vor 30 Jahren und jetzt, du bist immer richtig gelegen. Das ist der Primärtrend. Der Primärtrend, der ist immer positiv. Wir werden auch, wenn wir hier in 10 oder 20 Jahren wieder stehen oder sitzen, dann werden wir einen DAX haben, der über diese 14.000 oder 13.500, die wir jetzt haben, weit darüber hinaus gestiegen ist. Wichtig ist nur die Frage, bin ich vor 30 Jahren eingestiegen? Dann ist mir das alles relativ wurscht, was im Sekundär- und im Tertiärtrend passiert. Primärtrend ist diese ganz langfristige Betrachtungsweise. Sekundär ist so, ja, mittelfristig, und für den Einstiegszeitpunkt oder für denjenigen, der sich jetzt überlegt einzusteigen, ist es natürlich der Tertiärtrend. Und all das kann man mit Trends, mit Mustern, ja, erkennen, analysieren und auch in gewisser Weise auswerten. Um dann, und das sind eigentlich die wichtigste Folie hier oder der wichtigste Ansatz, um in der Akkumulationsphase und in der Distributionsphase immer dieser, den ich vorher erwähnt habe, dieser informierte Investor zu sein. Einfach zu sagen, okay, ich erkenne jetzt, ein Trendbruch ist da, ich verkaufe jetzt. Denn wenn Sie den Trendbruch erkennen, tätig werden, dann ist der Trendbruch erst morgen, übermorgen oder vielleicht in 2 Tagen so richtig medial ein Thema. Dann kommt die große Herde, die öffentliche Beteiligung, der Herdentrieb. Die handeln dann auch natürlich mit Verkäufen. Nur diese Verkäufe, ja, erzeugen dann eine überkaufte Situation und einen noch schlimmeren Abwärtstrend, den sie aber ja schon viel vorher erkannt haben. Das heißt, sie sind schon viel vorher auf diesen Zug aufgesprungen, als die, die jetzt verkaufen und vielleicht nur noch minimal ihre Verluste oder ihre Verluste minimieren oder ihre Gewinne realisieren. Also es ist ganz wichtig, mit diesen Mustern, die wir uns anschauen, die man erkennt, zum einmal in der Akkumulations-, also in der Kaufphase mit vorn dabei zu sein. Sie werden nie am Aktienmarkt oder am Kapitalmarkt, ist man nie der Erste und nie der Letzte. Man erwischt auch nie den Höchstkurs und nie den Tiefstkurs. Nur man kann Signale erkennen, um dann diese öffentliche Beteiligung, diesen Herdentrieb für sich zu nutzen und dann in der Distributionsphase vor der großen Masse wieder auszusteigen. Ich erkläre das jetzt mal anhand der Markttechnik. Stellen Sie sich vor, ein Kaufsignal tritt auf. Im DAX heißt jetzt plötzlich, ja, Kaufsignal. Sie erkennen das und steigen ein. Die große Masse erkennt es vielleicht erst 3-4 Tage später. Sie steigen ein beim DAX bei 13,5. Das ist jetzt ganz fiktiv. Und die große Masse erkennt, da war ein Kaufsignal vielleicht bei 14.000. Die große Masse steigt ein, kauft wie wild. Der Markt ist überkauft, ist vielleicht jetzt mittlerweile bei 14,5 und alle denken, das geht so weiter. Sie als informierter Investor haben das Kaufsignal erkannt, lassen die große Herde für sich arbeiten, die ja nachfragen, die kaufen, die den DAX weiter nach oben treiben und erkennen dann plötzlich, hoppala, der Markt ist überkauft. Der Markt ist heiß gelaufen, wie ein Marathonläufer, der plötzlich bei Kilometer 35 den Hammer bekommt. Jeder, der Marathon mal gelaufen ist, der kennt es. Um Kilometer 30 würde man am liebsten aufhören und die dann nicht mehr können. Sie haben aber erkannt, okay, da passiert was, ich steige aus, realisiere meine Gewinne, dann geht es vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben und plötzlich bricht der Markt zusammen. Das heißt, Sie haben Akkumulationsphase beim Kaufsignal optimal ausgenutzt, haben die Herde für sich arbeiten lassen und haben dann in der Distributionsphase ihren Gewinn wieder mitgenommen. Man hört es immer wieder, NTV, N24 oder Welt heißt es jetzt, oder in den großen Börsensendern, da haben
Institutionelle mal die Gewinne mitgenommen, weil plötzlich einer sagt, ja Moment einmal, auch die Situation diese Woche oder letzte Woche, Coronavirus wird erkannt, erstmal juckt es den Markt nicht so. Dann heißt es, Coronavirus ist nicht so schlimm wie SARS, der DAX fällt. Dann heißt es, Coronavirus ist schlimmer als SARS, der DAX steigt. Eigentlich paradox und fast schon pervers irgendwo, aber das waren technische Reaktionen. Da haben welche diese Herde für sich arbeiten lassen, haben gekauft und haben dann realisiert. Und das ist dann immer so dieser, wenn man dann hört, da wurden Gewinne mitgenommen. Da haben jetzt erstmal welche ihre Gewinne mitgenommen. Es geht in eine Konsolidierungsphase und so weiter. Also wichtig ist, dass man nie hier dabei ist, nach Möglichkeit, sondern wenn man sagt, ich möchte da ja, gegenüber der großen Masse handeln, in der Akkumulation, sondern in der Distributionsphase. Denn sonst passiert Ihnen eins, der Zug ist abgefahren. Oder, jetzt bin ich zu schnell gewesen, oder Sie sitzen einfach im Erste-Klasse-Ticket. Wir können, also ich persönlich, ich habe als kurzes Beispiel, ich muss ja morgen irgendwo heimkommen. Sie alle kriegen das ja mit. Morgen soll es, man merkt es jetzt auch schon, soll es hier ein bisschen eine Wetteränderung geben. Jetzt habe aber ich, Gott sei Dank, das ist jetzt Zufall, aber habe Gott sei Dank morgen den ersten Flug um 6.20 Uhr gebucht. Ich bin also in der Akkumulationsphase. Ein Kollege da hinten hat mir vorher erzählt, dass sein Flug morgen um 16 Uhr geht. Der ist jetzt wild am Umbuchen. Gell? Der hat jetzt gar keinen Spaß. Aber und die Frage ist auch, und das ist jetzt ein, so blöd, wie es ist für ihn, aber es ist ein ganz plastisches Beispiel. Ich bin jetzt aus dem Schneider, ich war in der Akkumulationsphase, ich habe mein Ticket. Jetzt stellen Sie sich den Armen, der übrigens die Präsentation erstellt hat, ich sage nachher noch kurz was davor, der sitzt jetzt da und denkt sich, wie komme ich heim? Der kriegt jetzt richtig Schweißausbruch, Panik, ich sage es jetzt fiktiv, das ist ganz abgeklärt, aber er kriegt jetzt richtig Panik, denkt sich, hoppala, der kriegt kein Ticket mehr, weil die Tickets sind überkauft. Stellen Sie sich vor, Sie wollen alle morgen nach München. Er auch. Sie alle kaufen. Ich stehe da und denke mir, hättet ihr doch den Trend erkannt. Hättet ihr doch gestern schon auf die Nachrichten gehört. Da war es, ich war zufällig bei NTV und da kam die Meldung. Morgen kommt das Hochfrank, mündet um in ein Tief mit weiblichem Namen und. Und da könnte ich jetzt sagen, das ist so ein klassisches Beispiel für rechtzeitig reagieren, vorzeitig handeln und nicht auf den letzten Drücker vielleicht was machen. Und das ist so, wir hätten da jetzt zum Beispiel ein Flugzeug nehmen können. Jetzt ist er natürlich, fahre ich jetzt mit Zug heim, fliege ich heim, was auch immer. Jetzt muss ich bloß auf die Zeit schauen, weil ich neige immer ein bisschen zum Überziehen. Aber das ist so ein Beispiel, jetzt die Heimkehr nach München. Das ist so Akkumulationsphase oder Distributionsphase. Wenn ich natürlich jetzt, sage ich mal, auf gut bayerisch ein Hund wäre, dann würde ich mir jetzt in Hamburg 2, 3 Übernachtungsmöglichkeiten suchen und ihm mein Flugticket statt für 100, für 500 Euro verkaufen. Was habe ich gemacht? Gewinne realisiert. So, er ist der arme Hund, der muss, ich kann. Das ist Trendanalyse. Ja, das kam jetzt alles so spontan, deswegen ist es so. Trendanalyse, einfach, simpel. Also ich muss einfach nur erkennen, läuft ein Trend noch, läuft er nicht. Und wer jetzt noch dran festhält und sagt, oh, ich will aber weiterhin Lindenstraße schauen, jeden Sonntag um 18.50 Uhr. Ich will das unbedingt. Es ist vorbei. Am 1.4. ist die Lindenstraße aus. Und es gibt Gott sei Dank YouTube, es gibt Mediathek und es gibt alles Mögliche. Man kann dann immer die alten folgen, aber es ist vorbei. Also die Lindenstraße ist passé. Und deswegen hier nochmal das Bild. Ich muss mir Gedanken machen über den Primary Trend, über den Secondary oder den Minor Trend, also den Primären, den Sekundären und den Tertiären. Und genau da befinden sich der Kollege, der Herr Lapp und ich gerade im Moment. Ich weiß, dass ich morgen zur sehr hohen Wahrscheinlichkeit nach Hause komme. Er hat noch ein paar Fragezeichen im Gesicht. Generell, der primäre Trend der Flugstrecke Hamburg-München ist unangetastet. Da wird auch in 30 Jahren noch geflogen und auch die nächsten Monate geflogen. Aber heute und morgen ist es entscheidend, was machen wir denn jetzt? Ja. Was kommt jetzt? Genau. Und dann ist es auch ganz entscheidend, Trends kann ich natürlich analysieren, aber für Sie jetzt als Anleger, für uns als Institutionelle oder als Vermögensverwalter, als Asset Manager, wir müssen erst einmal erkennen, was ist das überhaupt für ein Trend? Ist der abwärts, seitwärts oder aufwärts gerichtet, um dann eben dementsprechend handeln zu können und gemäß dem aktuellen Brexit-Thema, was machen wir jetzt?
Der Brexit ist beispielsweise jetzt auch da. Keiner weiß, was das für der Herr Mumm schon, aber ich weiß nicht, was das für volkswirtschaftliche Auswirkungen hat. Keine Ahnung. Vielleicht hat es ja gar keine volkswirtschaftlichen Negativauswirkungen, weil plötzlich alles noch besser funktioniert als vorher. Und da ist die Frage bei so Trends, was mache ich, was tue ich? Natürlich beim Aufwärtstrend, in jedem Trend. In welchem Trend befindet sich der Markt? Bin ich mittendrin oder bin ich schon am Kratzen der Linien? Also ist es schon Gefahr, dass ich rausfalle? Wie bei der Ideallinie beim Skifahrer. Wenn der am Extremum der Ideallinie verkehrt, kann es sein, dass er ausscheidet, ausscheidet oder stürzt. Genauso ist es beim Trend. Und in welchem Stadium befindet er sich? Ja? In welchem Stadium? Das ist, was ich gerade gesagt habe. Also hier aufwärts, abwärts, seitwärts oder hier in welchem Stadium? Bin ich mittendrin oder sind schon Anzeichen da eines Trendbruchs? Da muss ich halt auch vorsichtig sein. Und dann ist es ganz wichtig zu sagen, um für sich zu entscheiden, welches Anlageverhalten und welches Instrument ist dafür angemessen. Da will ich gar nicht dringend darauf eingehen, aber man kann an der Börse immer investiert sein. Man kann in Aufwärts-, Seitwärts- und Abwärtstrends investieren. Man sollte einfach nur das richtige Vehikel und das richtige, die richtige Strategie wählen. Kauf- und Verkaufssignale ergeben sich immer tagtäglich und permanent. Ich will gar nicht auch groß darauf eingehen, was das alles hier ist, aber Sie sehen mal, der technische Analyst, der Marktanalyst, der muss schon auch, also wir sind jetzt nicht im Gegensatz zu den Volkswirten so faule Stritzis, die einfach nur irgendeinen Chart anschauen und sagen, machen wir oder machen wir nicht, sondern da hängt schon einiges dahinter. Es gibt Fortsetzungsformationen, es gibt markttechnische, mathematische Komponenten wie Stochastik, wie RSIs und so weiter. Um dann einfach zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt auf die konkreten Beispiele ein? Wir haben jetzt Chartbeispiele dabei, das sind Charts von dieser Woche. Einmal der S&P, einmal der DAX, das Gold, der Euro, das Bitcoin und die Renditen. Bei allen Dingen hier gibt es volkswirtschaftliche Analysen, es gibt Quantanalysen, es gibt alle möglichen Dinge, die sich damit beschäftigen. Aber es gibt so einen Spruch auch an der Börse, am Ende hat immer der Markt recht. Also ich kann jetzt mir Gedanken machen über die Sinn oder Unsinnigkeit eines US-amerikanischen Präsidenten. Ich kann aber auch nicht verhehlen, dass der S&P, seit er an der Macht ist, im Aufwärtstrend ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, es liegt an ihm. Ich sage immer, es ist trotz Trump. Auf der anderen Seite sind die Arbeitsmarktdaten gut. Also es gibt immer Möglichkeiten zu diskutieren, warum etwas ist, wie es ist oder nicht. Der Charttechniker sagt, das ist mir alles egal, das Für und Wider draußen herum. Ich arbeite nur mit der Gegebenheit. Ich analysiere den Chart, ich analysiere die Ist-Situation und wie der Herr Dibaba vorher gesagt hat, leite daraus vielleicht eine Zukunftsperspektive ab. Dann gehen wir doch mal als erstes auf den S&P. Ich sehe auf die Zeit, ich muss ein bisschen Gas geben, aber jetzt geht es ja auch nur noch um Fakten. Der S&P, warum und weshalb auch immer, ist auf Allzeithoch. Kann man jetzt, wie gesagt, streiten, warum das so ist. Ich beteilige mich an so Diskussionen auch nicht mehr, warum ist es so, warum ist es nicht so. Ich schaue auch zum Beispiel keine politischen Sendungen mehr Sonntagabend an, wo die einen sagen, wir müssten eigentlich und die anderen sagen, wir hätten eigentlich und wie auch immer. Und nächste Woche ist es wieder genau andersrum. Sondern das ist nichts anderes, wie ich benutze das Beispiel auch immer wieder, wie der Tabellenstand. Warum steht eine Mannschaft an erster Stelle und nur an zweiter Stelle? Kann man immer im Fußball, im Handball, im Eishockey, kann man diskutieren. Es ist, wie es ist. Und beim S&P ist es einfach so, er befindet sich nicht nur in einem Aufwärtstrend, der hier angezeichnet ist, sondern der S&P ist dynamisch. Der S&P wird auch nächste Woche, vielleicht übernächste oder übernächste Woche bestimmt, hier ein neues Allzeithoch wieder generieren. Wir sind auf dem Weg nach oben. Es ist eine US-Wahl und deswegen dieser intakte Aufwärtsmodus ist eigentlich in eine Dynamik übergegangen. Diese scheint unaufhaltsam und das nächste Allzeithoch ist nur eine Frage der Zeit. Bei uns in Deutschland ist es ein kleines bisschen anders. Wir sind ja immer so ein bisschen hinterher, hinter den Amis. Wir sind aber wieder zurück in diesem Trend. Hier, trotz Coronavirus, trotz leider, was heißt leider, dramatischerweise wirklich schon vielen Todesopfern, scheint es den DAX mit einem kleinen Ausrutscher überhaupt nicht zu interessieren. Das ist eigentlich auch schon wieder das, was ich vorher gesagt habe, eigentlich paradox. Und der DAX ist in einer jetzt schönen Aufwärtsbewegung, die ihn kurzfristig so zwischen
13.640 und 13.3 ein bisschen beschäftigen wird. Also das ist so ein bisschen Luft holen, ein bisschen ja, durchschnaufen. Aber auch hier gehen wir Richtung altes, neues Allzeithoch. Da sagen Sie jetzt, Herr May, das ist ja nichts Besonderes bei 13.640. Das sind ja nur noch ein paar Punkte. Wir vom Bankhaus Donner und Reuschel gehen davon aus, dass der DAX auch im Jahresverlauf zumindest die 14.000 sehen wird. Und das aus fundamentalen und eben auch aus charttechnischen Gesichtspunkten. Dann kommen wir zum Gold. War auch so ein Thema gestern in Frankfurt. Das müsste doch eigentlich bei 2.000, 3.000, was auch immer stehen. Man muss fairerweise dazu sagen, dass Gold steht, wenn man es auf Euro-Basis berechnet, wirklich auf Allzeithoch. Aber es wird nun mal in US-Dollar berechnet und auch indiziert. Und da ist es so, dass das Gold sich durchaus in einem intakten Aufwärtstrend befindet, wie Sie hier sehen, aber halt auch nicht so eine Dynamik hat, wie jetzt vielleicht ein S&P oder so eine Dynamik, wie vielleicht manch anderer Nasdaq 100 oder Nasdaq Composite, sondern es lässt sich ein bisschen Zeit. Wir haben hier einen Keil in Trendrichtung, nennt sich diese charttechnische Komponente. Und wichtig ist hier der Widerstand bei 1612. Solange wir den nicht packen, bleibt das Gold auch hier so in dieser seitwärts übergeordneten Seitwärtsrange hängen. Das heißt, der Abwärtstrend, den wir im Gold über Jahre sahen, der ja auch eigentlich paradox war. Während der Finanzmarktkrise oder kurz nach der Finanzmarktkrise und der Eurokrise hatten wir einen intakten Abwärtstrend im Gold, was ja eigentlich nicht sein darf. Der wurde zwar schon lange verlassen, wir haben einen intakten Aufwärtstrend hier dank dieses Breakout-Gaps in der Vergangenheit. Plötzlich geht es nach oben, jetzt bremst ein bisschen der Keil in Trendrichtung. Also Gold ist zwar übergeordnet im primären Aufwärtstrend, Primary Trend ist Secondary im Keil in Trendrichtung und muss sich jetzt tertiär mit diesem Keil in Trendrichtung erstmal auseinandersetzen, muss diesen erstmal verlassen und das ist auch so ein Muster, das sich immer wieder wiederholt. Der Euro kann man jetzt auch streiten und sagen, warum haben die Amerikaner, also das ist der Euro zum Dollar, der Euro müsste doch gegenüber dem Dollar eine gewisse Stärke aufweisen, weil jetzt der Trump, seit er an der Macht ist oder demokratisch gewählt wurde, ist er ja, hat er das Land verschuldet. Wir haben, also der Rekordstand in den USA ist auf Rekordniveau, aber der Dollar steigt und steigt und steigt und der Euro fällt und fällt und fällt. Und da haben wir auch diese charttechnische Komponente, dass wir in einem Abwärtstrend sind. Wir sind in einer Seitwärtsrange zwischen 1,12 und 1,09, haben aber hier unten eine sogenannte Mini-Schulterkopf-Schulterformation, die uns durchaus davon ausgehen lässt, dass wir mittelfristig vielleicht sogar noch mal die 1,08 sehen, losgelöst von allen fundamentalen Komponenten. Ja, der Bitcoin, fundamental eh schwer greifbar. Der Bitcoin ist jetzt aktuell in diesem Seitwärtstrend, befindet sich also aktuell sekundär in dieser Range, hat sich seit Anfang 2020 ein bisschen nach oben gearbeitet, aber wer jetzt auf Bitcoin setzt, hat vielleicht kurzfristig erstmal einen Deckel bei 10.500 und da wäre ich eh vorsichtig. Ich würde jetzt erstmal abwarten, wie bewegt sich der Bitcoin hier in dieser Range. Vielleicht testen wir nochmal diese Unterstützung und 10.500 ist jetzt erstmal der mittelfristige Deckel. Und bei den Renditen, Sie alle kennen das, nachher haben Sie noch einen Vortrag beim Herrn Yildiz, der über die Zinsen alles erzählen kann, der Ihnen ins letzte Detail da Infos gibt. Und bei den Renditen kann man auch eine Technik anwenden und eine Chartanalyse in gewisser Weise. Und auch hier sehen wir eigentlich das Bild, das wir ja auch kennen. Wenn wir von steigenden Renditen sprechen, in kurz- bis mittelfristiger Zeit, dann ist es ein Potenzial bis minus 0,3. Also wir werden uns auch kurz- bis mittelfristig bis langfristig irgendwo im knappen Nullzins, leichten Minus-Renditenbereich bewegen. Und das zeigt uns eben auch der Renditechart. An den kann man auch technisch herangehen. Ja, was sind die Perspektiven für 2020? Ich bin dann auch gleich fertig. Ich sehe 5 Minuten wären es, das ist Rekord fürs Überziehen bei mir, also positiv. 2020, und da werden jetzt der ein oder andere sagen, das ist die gleiche Folie wie letztes Jahr, aber es ist genau das gleiche wie jedes Jahr. Deswegen ist technische Analyse und die immerwährenden Muster, die immerwährenden psychologischen Komponenten genau das, wie man an die Börse rangehen sollte. Die Geopolitik, wir haben Wahl in Amerika. Das sagt jetzt die Statistik.
Wahljahre sind immer gute Börsenjahre in Amerika. Das ist die Statistik. Es kann ganz anders kommen. Und wenn plötzlich der S&P-Trend bricht, dann interessiert ihn auch die Statistik nicht mehr. Was so, fast so sicher wie es Amen in der Kirche ist, dass der Niedrigzins uns erstmal die nächsten Jahre begleitet, aber auch die Notenbanken können plötzlich irgendwas machen. Der Herr Fitz hat es im Entree ja erwähnt, er hat gesagt, die EZB denkt jetzt langsam mal drüber nach, ob er nicht nach 17 Jahren dann doch mal wieder oder nach 11, 12 Jahren nicht doch mal wieder an der Zinsschraube nach oben vielleicht was macht. Also so die Aussagen der EZB. Die Konjunktur, heute wachsen wir mal plötzlich in Deutschland, heute sagt der Herr Altmaier, wir wachsen, morgen sagt ein Volkswirt einer großen Forschungsgesellschaft, nee, wir wachsen nicht, wir haben Stillstand. Also die Konjunktur wird uns immer, jedes Jahr, das ist eben die Perspektive, die wir immer im Blick haben müssen. Und wichtig ist hier immer der Arbeitsmarkt und natürlich auch der Black Swan. Einen Black Swan hat man schon, ohne das jetzt verniedlichen zu wollen, aber der Black Swan war Corona. Plötzlich kommt dann Grippevirus, der die ganze Welt in Atem hält. Und ich sage jetzt mal, das ist jetzt eine persönliche Meinung, so auch wieder so paradox, wie es ist. Wahrscheinlich in 4 Wochen spricht vielleicht gar keiner mehr über dieses Coronavirus. Dann ist wieder alles ganz anders und plötzlich ist es doch nicht so schlimm. Und dann warten wir schon wieder auf den nächsten Black Swan. Vielleicht ist der nächste Black Swan ja ein White Swan und in der US-Wahl kommt irgendeine Überraschung daher. Man weiß es nicht. Aber diese Black Swans, die kommen plötzlich, die treten auf und wir sind nicht dagegen gefeit. Was wir dagegen tun können gegen so einen Black Swan, wir schauen uns die Märkte an, wir schauen uns die Muster an und wissen, wenn jetzt ein Black Swan kommt, wann auch immer er kommt, wir sehen den Chart und können dann vielleicht sagen, ah, beim Lindenstraßen-Chart ist jetzt wirklich Zeit, dass wir mal rausgehen und vielleicht kommt dann morgen auch die Meldung, stattdessen kommt dann wieder die Schwarzwaldklinik und alle freuen sich wieder. Also das ist alles so Black und White Swan. Ja. Mit der technischen Analyse, wir haben keine Glaskugel, wir können nicht, der Herr Diebaba hat vorher was von einem Magier gesagt, ein Kunde hat mich mal als Hexer bezeichnet, das war ganz lustig, da war zufällig auf Punkt genau eine Analyse richtig, aber was wir machen können, wir bauen keine Luftschlösser, wir machen keine risikoadjustierten Modelle, wir schauen einfach nur, dass wir Risiken aus dem Markt nehmen und so ein Risiko wie die Abschaffung der Lindenstraße, die trifft uns dann nicht. Die trifft uns zwar unerwartet, aber nicht die Auswirkungen daraus. Vielen Dank. Ich habe 6 Minuten überzogen. Ich hoffe, das ist in Ordnung.